Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute schauen wir uns das aktuelle Lego Star Wars Magazin mit der Ausgabe Nummer 70 vom 27. März 2021 an. Als Extra haben wir diesmal ein Foilpack mit einem V-Wing dabei, einem Sternjäger der Republik, bestehend aus 45 Teilen. Und dazu noch einen Ninjago-Kartenbooster, die Insel. Kurz noch zum Heft, wie immer das Übliche drin, ein Comic, den wir natürlich nicht spoilern, immer ein bisschen was zum Rätseln und Knobeln für Jüngere. Und in der Mitte haben wir dann ein Poster, dieses Mal Bauernabenteuer mit Darth Vader, so wie er hier einmal als Minifigur aufgebaut wird. Und auf der Rückseite das Gegenstück Luke Skywalker als X-Wing Rebellenpilot. Und auf Seite 27 finden wir dann die Bauanleitung, wie wir den V-Wing in insgesamt 13 Bauschritten zusammenbauen. Und so sieht dann der V-Wing zusammengebaut aus. Der ist natürlich schnell nach 5 Minuten aufgebaut, ist auch bekannt unter dem Namen Alpha 3 Nimbus Klasse V Flügelsternjäger. Und weil der jetzt blöde steht, habe ich mir gedacht, ich baue zusätzlich nochmal aus meinen eigenen Steinen hier einen kleinen Trans-Clear-Sockel zusammen. Und dann steht das Raumschiff auch vernünftig. Messen wir den V-Wing einmal aus, da kommen wir in der Länge auf ca. 9,5 cm. In der Höhe von unterer bis oberer Flügelspitze liegen wir bei 8 cm und in der Breite liegen wir bei ca. 6 cm. Und so werfen wir mal einen Rundumblick um den V-Wing, damit ihr ihn auch von allen Seiten gut sehen könnt. Und zum Schluss werfen wir auch noch mal einen Blick auf die kommende Ausgabe. Diese erscheint am 24. April 2021 und als Extra haben wir dann einen imperialen TIE Bomber dabei, bestehend aus 28 Teilen. Und weil wir es hier gerade auf der nächsten Seite sehen können, hier haben wir eine Werbung für das Marvel Avengers Magazin. Da erscheint die nächste Ausgabe am 6. April. Und mit dabei haben wir dann eine Minifigur von Thor sowie einen Ninjago Booster. Soweit zur aktuellen Ausgabe des Lego Star Wars Magazins. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen und verbleibe dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.